einfach mal eine Kiste Bier zu trinken und damit Gutes zu tun, ich denke, das geht in Ordnung. So, guten Tag, Leute. Ich bin jetzt auf dem Weg. Erstmal auf dem Weg nach Ikea, Duisburg. Dort treffe ich mich mit dem guten Jungen Kolmoto oder auf Instagram Sportstar Rider Phil. Und zusammen fahren wir dann nach Oberhausen zum Charity Run vom Schrauberbier ins Leben gerufen. Und beim Charity Run geht es darum, oder das ist ein Charity Run für Herzenswünsche. Für die Leute, die Herzenswünsche nicht kennen. Dort werden Kindern mit Behinderungen Wünsche erfüllt oder Träume erfüllt, die sie selber so nicht machen können oder auch die Eltern nicht die Möglichkeiten oder auch die finanziellen Möglichkeiten nicht haben. Die können sich dann bei Herzenswünsche irgendwie melden oder bewerben oder sowas in der Art. Und dann wird den Kindern dann geholfen, um deren Traum zu verwirklichen. Und meistens ist das ja bei den Kindern, die von Herzenswünsche unterstützt werden, handelt es sich um Kinder, die wirklich sehr stark beeinträchtigt sind, stark behindert sind oder wahrscheinlich auch keine sehr hohen Lebenserwartungen haben. Und für mich ist das sehr, sehr wichtig, da jetzt mitzufahren heute und für die Sache da zu stehen, weil genau vor einem Jahr ist ja auch ein Kind aus meiner Familie oder sehr engen Teil meiner Familie, also meine Nichte ist ja gestorben. Und sie wäre auch in diese Kategorie gefallen. Also ein sehr emotionaler Moment für mich, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, genau dafür ist Herzenswünsche. Ja, wie gesagt, Kolmoto seht ihr jetzt gleich. Und wenn wir Glück haben und es nicht ganz so voll, dann treffen wir nachher auch Sondertouren. Und freue ich mich recht drauf. Gestern noch kurz mit dem geschnackt über Insta, ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt. Eigentlich war gar nicht klar, dass ich jetzt mitfahren könnte. Das ist halt für mich die perfekte Gelegenheit als Andenken für meine Kleine. Oder für unsere Kleine, weil ich muss gleich schon wieder rollen, wenn ich drüber nachdenke. Da jetzt mitzufahren. Ja, und deswegen bretter ich jetzt mal schnell über die 42 nach Ikea. Ich hoffe ja, dass wir noch gleich zum Tanken kommen. Ich meine, ich habe zwar gestern getankt, aber wenn ich mit meinem Gewicht einmal Gas gebe, dann ist der Tank auch ganz schnell leer. Da ist ja schon Ikea. Immer sind sie ja am Buddeln, ey. Hat Ikea eigentlich schon auf um die Uhrzeit? Ich weiß gar nicht. Jetzt ist Ikea Parkplatz auch noch so groß. Da hinten. Könnte das sein? Ja, ist er. Hi. Ja, und selbst? Ja klar, können wir machen. Ich mache eben Navi an. Was ich auf jeden Fall noch machen muss, ist tanken. Habe ich gerade noch drüber gesprochen. Ich glaube irgendwie knapp 90 Kilometer. Ja. Wahrscheinlich werden wir eh nicht so schnell fahren. Weiß ja nicht, wie viele kommen. Bei dem Wetter, ich glaube, das wird echt groß. Ja. So. Guck doch mal den Mann hinter der Kamera. Ja. Da vor mir fährt er. Der Kolmoto. Ah, wir sind jetzt auf der Suche nach Benzin. Ah, da ist sogar eine Aral-Tankstelle. Perfekt. Jetzt wird erstmal getankt. Boah, Alter.
Ja. So Leute, ich bin jetzt hier am Treffpunkt. Hier sind schon einige Harleys und andere Mopeds zusammengekommen. Auf jeden Fall erstmal cool von dem Händler hier, dass er das hier alle so zur Verfügung gestellt hat. Und ja, ich denke mal, mehr seht ihr dann später, wenn wir die Ausfahrt machen. Auf jeden Fall mal ein paar Nicht-Harleys dabei, bin ich nicht der einzige Nicht-Harley-Fahrer. Ganz cool. Aber ich würde hier schon gerne tauschen. So ist das nicht. So, ich bin mal gespannt, wie viele noch kommen. Wir haben jetzt, glaube ich, ja, eine halbe Stunde noch. Und dann geht's los. Leute, geht los. Was ein Höllenlärm, hab ich das vermisst. Gucken, ob alle Stecker drin sind, ja. Alles da. Okay, ich höre mein Motorrad nicht mehr. Sondertourengard getroffen, dem Mario. Richtig netter Kerl. Muss auf jeden Fall sagen, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen ruhiger, weil ich einfach vom Kopf her irgendwie nicht ganz so fit bin heute. Aber egal, wird bestimmt noch besser heute. Ich habe jetzt auch mal Akku angeschlossen, damit ich hier mal Batterie wechseln muss. Oh ja, das ist ja nur ein kleines Trüppchen. Aber gut, dass so einige zusammengekommen sind. Ja. Jetzt Zeit, dass meine VN fertig wird. Das war keine echte Harley, aber würde eher hierzu passen. Aber Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige mit einer Nicht-Harley und Nicht-Chopper hier. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Der hier. Fotografieren. Da ist er, der Charity Run. Jetzt geht's los. Wird ordentlich geblockt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, richtig geile Harleys hier, ehrlich. Also ich, für mich ist das hier Schlaraffenland, ey. Ich könnte hier wild wichsen auf meinem Moped sitzen. Ja. Ah, der Philipp vor mir. Ich glaube, wo ist Mario?
Also Sondertouren, ich meine, der ist irgendwo weiter vorne. Auf jeden Fall. Hat auch eine 2 Stunden Anfahrt gehabt oder so, etwas über 2 Stunden. Weiß nicht, was die da jetzt haben alle. Achso, wahrscheinlich nochmal eben eine Story machen oder so. Was für eine Kolonne wir jetzt sind. Ich bin jetzt ziemlich am Ende. Boah, jetzt wird es echt warm hier, ey. Von oben, von unten warm. Also, Rührei ist gleich fertig. Irgendwas riecht hier verbrannt. Naja, so viel Gummi auf einen Haufen kann auch schon mal verbrannt riechen. Guck mal, der hat einfach ein Radio dabei. Auch nicht schlecht. Das kann ja jetzt erstmal dauern hier. Obwohl wir die nicht tanken. Können einfach weiterfahren eigentlich. Wie viele nicht tanken müssen, ist auch schon mal einiges. Aber ich habe keinen Bock hier in der Sonne zu stehen. Ach egal. Sehr chaotisch, ey. Ja. Oh, ein kleiner Tankstopp. Ich habe mal durchgezählt, ungefähr 53 Motorräder. Hinten kommen noch welche. Passend natürlich Schnittloch dabei. Hat jemand hier zu der Party eingeladen? Gucken, was passiert. Wahrscheinlich nichts. So, weiter geht die Reise. Ist ja geil, wenn so viele Harleys oder allgemeine Shopper starten. Viele kommen. Schon einiges dabei, ey. Wie viel Geld jetzt hier auf dem Platz stand, ist schon heftig. Und sind noch echt viele teure Harleys dabei. Auf jeden Fall. Nicht sagen. Aber auch chaotisch. Also übrigens Sondertouren aus seiner Harley. Mann, die hört sich echt geil an.
Ja, so in etwa im Style. Ist ja meine Cover auch, ne, die ich ja da aufbaue. So wie seine Harley. Das sieht schon geil aus. Schön gepflegt, ey. Alle mal hinkommen! Ich werde dann noch, weil die Jungs die filmen jetzt, ich werde dann noch mal ein paar lustige Worte sagen. Wollt ihr auch? Einfach reinhauen. Alle Top-YouTuber da. So, Freunde von Schrauberbier, wie ihr gesehen habt, heute fantastischer Charity-Run nach Herzenswünsche. Ich bin völlig überwältigt, sprachlos, stolz eigentlich auch. Ich möchte an dieser Stelle allen, jeden Einzelnen, der dabei war heute, uns begleitet hat hier nach Münster, zu Herzenswünsche Danke sagen. Aus tiefstem Herzen, fantastische Sache, besser hätte man nicht machen können. Wie gesagt, von mir aus gibt es da nicht viele Worte zu finden, außer wirklich ganz toll Danke zu sagen an jeden Einzelnen, die wir jetzt bei Herzenswünsche stehen. Und auch mit dem Micha vom Hotel Toskana, die die ganze Sache nicht nur ein bisschen angeschubst haben, die die Sache zu einem unglaublichen Projekt gemacht haben, die uns da supportet und von Anfang an dabei waren und die Sache gepusht haben. Ich bin sehr, sehr stolz, dass diese Community immer weiter wächst und ich freue mich jetzt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, sonst kann ich gleich nicht mehr sprechen. Mit besonderem Stolz an Dank an euch alle und stellvertretend natürlich für euch alle den ersten Check von 3.500 Euro an Herzenswünsche zu übergeben. Weitere Zahlungen sind unterwegs, die Aktion wird nicht abreißen und wir sind weiter natürlich für die Kinder da und wir werden noch viele, viele tolle Projekte für die Kids machen und ich hoffe, ihr seid dabei und aus tiefstem Herzen danke nochmal und hiermit überreiche ich dann den Check an die Herzenswünsche Verantwortlichen. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank. Die Kinderaugen, die damit funkeln können, sind unbezahlbar. Einfach mal eine Kiste Bier zu trinken, um damit Gutes zu tun, ich denke, das geht in Ordnung. Bleibt dran, in Kürze kommt der Film des ganzen Runs. Und ich verabschiede mich jetzt von euch und wünsche euch noch viel Spaß. Fahrt vorsichtig, kommt gesund nach Hause und bleibt dem Projekt treu. Danke. Das war quasi jetzt der Charity Run, Ansage und die Übergabe, habt ihr alle gesehen. Wenn ihr das unterstützen wollt, kauft das Bier vom Schrauberbier, da geht auf jeden Fall anteilmäßig immer etwas dann an Herzenswünsche. Und jo, ja, wir müssen rechts. Die anderen fahren jetzt noch weiter nach Harley in Münster. Wir machen uns auf den Rückweg. Ich werde auf jeden Fall noch danke. Ja, klar. Vielleicht nicht, aber nee, ja, ja. Ich könnte auch so eine 48 gebrauchen.
sieht schon geil aus. Also der Charity Run war auf jeden Fall für einen sehr guten Zweck. Ich habe ja am Anfang des Videos erwähnt, warum mir das so wichtig war. Und ja, eben noch sehr herzliche Worte von Mario, vom Tourensohn, erhalten. Und danke dir auf jeden Fall. So Leute, jetzt sind wir auf dem Rückweg. Ich bin jetzt mit Paul Motor und einem seiner Kollegen wieder auf dem Weg zurück in dem, ja, Pott, wir sind ja immer noch in dem Pott, aber wieder zurück Richtung Duisburg. Ja, Charity Run ist erledigt, also immer erfolgreich abserviert. Die Spende hat der Schrauber Bier übergeben. Wie gesagt, Leute, wenn ihr da auch irgendwie auf einer coolen Art was für tun wollt, dann kauft das Bier vom Schrauber Bier. Davon geht auf jeden Fall immer etwas dahin, also von dem Erlös. Und vielleicht werden wir in Zukunft davon noch mehr sehen, kann ja gut sein, je nachdem, wie erfolgreich das jetzt auch im Social Media ist, aber für ihn und für diese ganze Aktion ist das auf jeden Fall viel Geld, was dahin gespendet wurde. Ich habe auch selber, da war noch eine Spardose, auch noch direkt mal Geld reingeschmissen. Zumal damit auch anderen Kindern, die beeinträchtigt sind oder Starkbehinderte sind, Wünsche erfüllt werden können und geholfen werden kann. Für mich persönlich eine sehr wichtige Sache und auch eine sehr emotionale Sache. Auf jeden Fall jetzt nochmal nette Grüße an Tourensohn. Ich bin mich sehr gefreut, dich zu sehen, dich kennenzulernen. Ich denke mal und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, Kohlmotor ist ja noch hinter mir. Er ist ja noch nicht weg, aber auch an dich schon mal schöne Grüße. Ich denke mal, man wird sich bestimmt öfters sehen und über den Weg fahren in Zukunft. Und ja Leute, wenn jetzt nicht noch mal irgendwie was passieren sollte, dann sage ich jetzt schon mal Tschüss. Falls noch mal passiert, Kamera ist am Helm dran. Und rein Leute, wir sehen uns im nächsten Video.